Hallo! Willkommen zurück zu Let's Play, die Reise ins All. In der letzten Episode haben wir Silberstrumpf, Lederstrumpf quasi in die Party geholt, unsere zukünftige Heldenparty. Einer von sieben haben wir jetzt zusammen und was wir jetzt machen wollen, ist natürlich ihn so ein bisschen bestehlen, wenn es geht. Der flackernden Lunge steht Nahrung. Was auch immer du sagst. Minientagebuch, erster Tag. Dieser Esel hat ein goldenes Näschen. Während ich nach Wasser suche, schaut er ein wenig an der Bergflanke herum und legt eine Goldader frei. Minientagebuch, zweiter Tag. Das Gestein ist zäh und widerspenstig. Es wird mich große Mühe kosten, hier Lektüre einstellen. Komplett unspektakulär und wenig spannend. Sehe doch bereits mit eigenen Augen, wie die Sache ausgegangen ist. Das stimmt allerdings. Nur ein paar Trappe-Utensilien, Ersatz-Waschbären-Schwänze, vorgemuffte Lederwaren aus dem Hause, fleckiges und speckiges, ein Wörterbuch für Eselslaute und andere Dinge. Ach, da könnt ihr ihn wahrscheinlich tatsächlich verstehen. Damit sprengen sich so ein paar Stollen fast wie von selbst in harten Fels. Wisst ihr was? Nehmt, was davon übrig geblieben ist. Ich brauch's ja ohnehin nicht mehr. Oh, sehr gut. Verdammt! Du nimmst eine Dynamitkiste. Aber nur die Kiste, das Dynamit lässt du hier. Der ganze Stollen quillt vor Goldstaub nur so über. Bloß nicht einatmen, ist nicht gesund. So ein Winchester-Gewehr sieht gegen eure momentanen Waffen einfach mickrig aus. Eine beschichtete Bratpfanne, wobei die Schicht bei näherer Betrachtung aus den gesammelten Resten früherer Mahlzeiten zu bestehen scheint. War völlig fehlerfrei vorgelesen. Und die hatten wir schon. Das ist die beste Decke der Welt. Und hier übernachten wir jetzt erstmal. Neben der besten Bettdecke der Welt. Ich schnüre ihn noch hier, sagt dann Bescheid. Okay, ja, wenn wir alle abziehen wollen, dann sagen wir Bescheid. Das machen wir. Tschüss, Esel! Und grüße Shrek von mir! Witzig. So, dann ziehen wir weiter hinaus in die weite Wildnis und vor allen Dingen hier in die Berge. Denn hier haben wir noch nicht alles erledigt, wie es scheint. Oh nein, denn hier gibt es ganz offensichtlich Blut und definitiv keine versteckte Höhle hinter dem Baum an der Wand. Ein frischer Blutfleck. Frische Rippchen. Nur ein paar alte Knochen. Vielleicht auch nicht so frisch. Das scheint die Stelle zu sein, die uns die Indianerin als Heimstatt des Bären bezeichnet hat. Achso? Huhu, dann immer hinein! Aber ich will doch speichern. Ist das wirklich so eine gute Idee? Komm doch gerade ans Zögern. Was ist denn nun los mit ihm, mein Lieber? Jetzt aber bitte doch gerne. Und ob, trete jetzt ein. Irgendetwas ganz entsetzlich Muffiges hängt da im Eingang. Vielleicht ein altes Fell? Aber ein Fell mit Inhalt. Tobender Grizzly Outshine. Gutgütiger, die Bestie verströmt einen geradezu infernalischen Gestank. Oh halt, nein, das bin ich. So, einschätzen, ich weiß nämlich nicht, was der Grizzly kann. Ich glaube, wir haben schon mal gegen Bären gekämpft, aber der Grizzly könnte anders sein. Wahrscheinlich ist seine Schwäche Wasser. Wobei, nee, nasses Fell stinkt ja noch mehr. Nein, nicht Wasser. Gut, dann Deckung, Deckung. Und vielleicht mit Zeit. Au, das tat ein bisschen weh, nicht betroffen. Nun denn, Sie wissen noch Bescheid. 2000 HP. Also nach Möglichkeit keine Kälte, keine Tritte, keine Feuerwaffen. Patronen versacken im dichten Pelz. Ja, das klingt logisch. Schwäche gegenüber. Feuer, Donner, Schläge, Überraschung. Feuer, Donner, Schläge, Überraschung. Feuer, Donner, Schläge, Überraschung. Donnerangriff haben wir nie so wirklich. Also Feuerschläge, Überraschung. Feuerschläge, Überraschungen. Feuerschläge. Pass auf, wir bereiten eine Wabanke vor, denn das ist ein Überraschungsangriff. Dann ein Hieb, ein kräftiger, kräftiger Hieb. Und dann wollen wir den Heißen erstmal ein bisschen hochheilen. Mit was überhaupt? Gruppenheilung. Nee, nicht Gruppenheilung. Große Heilung. Da kommt große Heilung für den Heißen, der gibt eine Deckung. Ganz sicher etwas blöde, wenn man sich ständig mit einer Hand die Nase bedecken muss. Der Furz des Grauens. Das ist ja, Das bringt so einige Statusveränderungen mit sich. Ich fühle mich gerade so ein bisschen an den Final Fantasy Morbol erinnert. So, der bereitet jetzt noch immer die Banke vor. Faustschlag 2. Vielleicht würde er die Schulterramme was bringen. Das hat nämlich einen potenziellen K.O.-Effekt. Moment mal. Wo? Hat er nicht die Schulterramme? Halt, nein, halt, das ist die Kreatur. Ich versuche einmal die Schulterramme, dann der Hieb drauf. Das Gift ist mir jetzt erstmal egal. Deine Gruppenheilung 2 und vielleicht sogar Feuer war es ja, nicht wahr?
Da entzünden sich natürlich die Gestankgase, also es ergibt schon irgendwo Sinn. So, Feuerball sollte das sein, ne? Ja. Der Grizzly beginnt langsam die Pranke zu einem fürchterlichen Schlag zu heben. Nein, nicht so schnell! Das hat nicht so funktioniert. Wir sollten auf jeden Fall in Deckung gehen. Deckung, 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 Deckung. Das Untier hat seinen Schmetterarm hoch und den Kopf erhoben. Dann habe ich zu früh geblockt. Dann soll es mir egal sein. Auf ihn mit Gebrüll. Gebrüll. Brühe. Vielleicht auch eine Schutzmauer für Eleonor, denn sie kann ja heilen. Schlaf. Der Grizzly beginnt seine wuchtige Pranke bedrohlich über den Kopf kreisen zu lassen. Und während er mit der anderen Pranke angreift. Mist. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ich will leben. Leben. Schlaf. Die Grizzly-Pranke hat ihren maximalen Schwung erreicht und wird gleich herniedersausen. Oh Gott, nein. Weg damit. Natürlich reicht er aus. Natürlich reicht er aus. Das wird nicht gut enden, sag ich euch. Jo, Deckung, nee, was anderes können wir jetzt eh nicht. Die tobende Bestie vollendet ihren gewaltigen Prankenschlag. Von euch sind nur noch die Schuhe übrig geblieben. Du hast verloren. Oh. Well, this happened. Okay. Also, was lernen wir daraus? Angriff mit voller Kraft. Aber sowas von. Wir müssen ihn jetzt nicht mal mehr untersuchen, denn wir kennen seine Schwächen. Das ist der unglaubliche Vorteil, ein Protagonist zu sein. Ja, immerhin sind die Schuhe übrig geblieben. Okay, also, Faustschlag, Hieb, Angriff plus, Heißen, mach mal Stille. Kein Problem, nein, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich kann das ab, ich stink nämlich mehr, ich bin ja Gamer, ich dusche ja nicht. Das ist prima. Das hat sehr gut begonnen. Na gut, wir haben ja noch Objekte im Inventar. Machen wir mal das. Und das. Und wir machen vor allen Dingen Ebgift, Blindheit, Stille und Schlaf auf. Sie ist einfach nur blind. Sie darf auch gerne blind sein, das ist völlig egal. Sie greift ja sowieso nicht an. Angriff hoch, Kreatur heißen. Also, volle Kanüle. Feuerball. Jawoll, prima. Ich meine, es sind ja nur 2000 HP. Nur. Das geht ja noch. Und mit meinem Magwitz-Angriff habe ich das letzte Mal erhöht. Jetzt sollte ich die Angriff der Kreatur wieder erhöhen? Ich hoffe, das bringt überhaupt irgendwas. Ja, das war wirklich ein guter Angriff. Ich bin sehr stolz auf dich. Eleonor ist gleich tot. Das ist doch nicht so schlimm. Ist doch nur ein Videospiel. Gruppenheilung 3, Feuerball. Oh je. Na toll. Das ist wirklich eine Herausforderung. Der ist schon an sich stark und dann hat auch noch ein Zeitlimit. Sieht gar nicht gut aus, Leute. Gar nicht gut. Hat mir nicht irgendwo hier. Riechwasser. Solange er normal angreift, geht's ja noch einigermaßen. Vielleicht gibt's ja irgendwie einen Trick, um den schneller zu besiegen. Ich bezweifle das allerdings. Zündmittel. Ja, werden wir dann gleich einsetzen. Faustschlag, Kreatur. Also wir nutzen jetzt seine Schwächen aus. Wenn's geht, wenn's sich anbietet, jetzt in dieser Runde leider noch nicht. Hat schon ihren maximalen Schwung erreicht. Jawoll! Oh, prima. Herrlich. Ich freue mich. Ach, ist das gut. Das ist ein vortrefflicher Kampf, den ich überhaupt nicht resetten möchte. So wie jetzt. Am besten, wir schneiden das Ganze mal ein bisschen zusammen. Denn so wird das leider nichts. Na, das wird ein Schneidespaß. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man den so besiegen soll. Es sei denn, irgendetwas innerhalb der Story hilft uns, ihn irgendwie zu schwächen. Vielleicht hat er irgendeine Schwäche, eine ganz spezifische Schwäche, an die wir jetzt noch nicht herankommen. Aber so
wie das hier gerade läuft, ist der Bär nicht zu besiegen. Das können wir vergessen. Deswegen lassen wir das Untier jetzt erstmal in Ruhe. Vielleicht werden wir noch stärker, vielleicht finden wir noch bessere Ausrüstung, vielleicht finden wir noch irgendeine Möglichkeit, den Bären effektiver zu bekämpfen. Aber so wie die Dinge momentan stehen, und ich habe mich wirklich gut geschlagen. Ich bin der Meinung, ich habe mich wirklich hervorragend geschlagen. Geht das nicht? Nope. Nullerino Cappuccino. Ein Zubereitungsutensil für raubeinige echte Westernküche. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Frechheit! Blöde Ding ist ja bereits leer. Du nimmst eine leere Flasche. Gut, da können wir nämlich diverse Dinge drin abfüllen, wie zum Beispiel Tränke. Zusammen mit einem Dreckkrustenpanzer über der Haut schützt es leidlich gegen die kalten Nächte in der Wildnis. Ich sollte nie wieder in meinem Leben vorlesen. Oh, die haben auch so eine Decke. Sie haben die Decke entführt. Also nein, mir hätte wenigstens ein Deckchen drunter legen können. Sehe ich genauso. Nicht. Okay, also hier ist wahrscheinlich nichts mehr. Moment. Wir haben schon eine kleine Weile nichts mehr von den Strollchenbande gehört. Kerl kann doch Schlottern einstellen, aber Lunken erfolgreich bekriegt. Mit unserer Hilfe, Leutnant, mit unserer Hilfe. Great, dann können wir endlich wieder zu atmen wagen und unsere Arbeit aufnehmen. Hab vielen Dank. Du erhältst 50 Erfahrungspunkte. Aber ich kann ja auch in Fort Custer finden. Hab gehört, dort werden ein paar tüchtige Holzfäller gesucht. Stimmt, das war ja auch Teil einer Mission. Ich schätze, das könnte was für uns sein. Und ein wenig Luftveränderung haben wir auch einmal wieder nötig. Vor allen Dingen neben dem stinkenden Bären. Kommt, Jungs, auf nach Fort Custer. Gut, gut. Du erhältst nochmal 50 Erfahrungspunkte. Einfach so, weil wir dich lieben. Wir lieben dich, Magwitz. Ein wenig Holzabfall, der zum größten Teil aus Wurmstichigkeit besteht. Ein paar Holzklötze. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, danke sehr. 5 Holzklötze. Eine leidlich abgenutzte Axt. So. Ja, dann haben wir in diesem Wald wahrscheinlich nichts mehr verloren. Außer vielleicht unsere Würde. Und gehen vielleicht mal nach Fort Custer. Das ist nämlich der nächste Ort, wo sich das nächste abspielen könnte. Hallo Fort Custer, na? Halt die Fresse, so. Hallo. Tut mir leid, dass ich nichts für euch tun kann, Max Skarulchlan. Oh, wer war denn das mit dem Holz? Hallo, wolltest du Holz vor der Hütte? Nein. Nein, 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 das ist nicht der Fall. Hallo, guten Tag. Die momentane Grenze, nein, auch nicht. Dienstzeit, einiges Allee, Prärie, Rauflust, nein, auch nicht. Aha, da sind sie ja. Kakteenritter, davon haben wir noch nie was gehört. Hau ruck, hau ruck. Danke, Mister, Sie haben uns einen ziemlich guten Job vermittelt. Ja, und dann darf ich sicherlich irgendwann an dem Gold vorbei, ne, wenn die hier fertig sind. Irgendwann. Vielleicht. So ein bisschen. Mit ein bisschen Geduld. Moment, wollte der hier nicht irgendwas mit... Der hier wollte doch was, ne? Danke für die Holzfäller, die Sie mir geschickt haben, Sir. Das sind wirklich tüchtige Burschen. Da will ich mal nicht knausern, sondern mit einem kleinen Dankeschön hier rauswirken. Bitte sehr. Du erhältst 2 Zündmittel. Wow. Ihr wisst schon, das Zeug, das so super effektiv gegen den Bären ist, nicht. Genau das Zeug nicht. Hier war auch nichts weiter. Ja, gut, dann hat sich das hier in Fort Custer auch erledigt. Stellt sich natürlich die Frage, wo weiter? Wo anfangen? Wo enden? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich sehe dort einen Eimer Wasser. Du nimmst einen Wassereimer. Tja, Entschuldigung, Pferd, aber wir müssen die Welt retten. Und du bist auch Teil der Welt. Und somit retten wir auch dich. Ach, da schlag ich die Hände über dem Kopf zusammen und frage mich, immer wenn ich überlege, warum tauchen ein Büffel auf? Nicht, dass ich das schlecht finden würde. Bam, bam, bam. Aber wo halt weiter? Das ist doch die große Frage. Das ist die große Frage aller Fragen. Schwierig, schwierig. Wir haben die 2 Tatorte. Die 2 Tatorte konnten uns nicht wirklich helfen.
spielt sich hier irgendwas Neues ab. Guten Tag, die Herrschaften. Wenn man nichts mehr zu sagen weiß, dann fängt man an zu singen. So ist das doch. Und das wird kritisiert. So im Allgemeinen. Niemand mag es, wenn jemand anfängt zu singen in einem Let's Play. Und deswegen werde ich auch damit aufhören. War hier noch irgendwas? Guter Mann, erleuchten Sie mich doch. Des Trostes. Der Mann spricht in Zungen. Da kann ich ihm leider auch nicht helfen. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich im Westen hier nie wirklich weiterkam. Es ist ein bisschen unoffensichtlich, wo man hin muss. Also definitiv eine Sache, um die man sich quasi immer kümmern kann, ist die Büffeljagd. Da braucht man halt nur ein bisschen Geduld. Oder es geht schneller, wenn man sich die Pferde holt. Was passiert denn, wenn wir jetzt versuchen, uns die Pferde zu holen? Denn wir haben jetzt einen riesen Batzen Gold und vielleicht können wir das ertauschen. Wasser! Das Wasser brauche ich für meine Pferde, aber ihr könnt ja das Wasser in einem Pferd kaufen, falls ihr das Pferd gleich mitkaufen wollt. Cool. Howdy, Freunde, was soll ich auf meine Koppel? Ja, ich will doch nur die guten Pferde haben, die guten mit Stückchen, die Pferde aus Stückchen. Nehme das Beste, das Beste. Sie können sich an keinen Geigenkitarren wenden, um eben das zu erhalten. Meine Pferde. Ja, brauche 4 Pferde. Wie viel verlangt er dafür? Erstklassige Qualität hat natürlich einen Preis, Meister, aber zufällig habe ich heute meine Rabattwoche mit 52 Talern, sind sie dabei. Sind bereit zur Wucher? Will doch nicht den halben Ort kaufen, sondern nur 4 Pferde. Ja, was für ein drolliges Missverständnis. Das war doch nur ein Stückpreis. 4 Pferde kosten natürlich das vierfache 1000 Taler. Dich einmal sprachlos zu sehen, ist mir diese Unverschämtheit. Weiß schon Bescheid. Was sagen Sie? Können Sie meinen Avancen widerstehen? Aber warum können wir ihm nicht ganz viel Gold geben? Nein, will ich nicht. Ich will meine 1000 Taler behalten. Lieber werfe ich 1000 Taler in diesen Brunnen, damit irgendetwas Zufälliges passiert. So etwas zum Beispiel. Ich weiß es doch nicht. Es passiert ja nichts. Guten Tag, ihr fantastische Geld an möglichen. Was soll man einzahlen? Null. Ha, das ist interessant. Moment. Das lesen wir nochmal. Also, wir scheinen gerade auf ein gewaltiges Abenteuer gestoßen zu sein, nämlich das gute alte Abenteuer des Bankwesens. Guten Tag, wir bieten Ihnen eine fantastische Geldanlagemöglichkeit an. Je mehr Sie einzahlen und je länger Sie das Geld auf der Bank lassen, desto üppiger fallen Ihre Zinsen aus. Das finde ich vortrefflich, denn ich suche mir hier sowieso einen Wolf. Willst du mal einzahlen? Überlasse Ihnen zu treuen eine Summe von nochmal 0, weil ich nicht weiß, wie viel ich habe. 2000. Ja, ich gebe dir ganze 2000. So. Wir fühlen uns durch Ihr Vertrauen beehrt, Sir. Sie können Ihr Geld natürlich jederzeit wieder abheben. Das ist auch schwer hoffen, Kerl. Hoffentlich werden Sie nicht wieder bestohlen. Aber je länger Sie es auf Ihrem neuen Sparkonto belassen, desto eifriger arbeiten die Zinsen für Sie. So funktioniert das. Es dauert 2 Jahre, einen guten Kassierer heranzubilden, aber dieser McScarf schießt ihn mir nicht einmal in zwei Sekunden tot. Hat er irgendeine Vorstellung, wo dieser Schurke mit seiner Beute hin ist? Wenn wir das nur wüssten, hätten wir dieses Räubernest schon längst ausgeräuchert, aber McScarf scheinte nach jeder seiner dreisten Stücke wie von der Prärie geschluckt zu sein. Dann ist er vielleicht gar nicht in der Prärie. Moment, da habe ich einen Zettel gesehen. Den haben wir bestimmt schon mal gelesen. Profitieren Sie von unseren lukrativen Zinsen. Es gibt keine rentableren Was lese ich denn davor? Es gibt keinen Ach so, weil da ein Rechtschreibfehler drin ist. Platz für Ihr Guthaben als in unserem Tresor. Das wage ich ein bisschen zu bezweifeln nach dem letzten Diebstahl. Aber gut. Da stellt sich die Frage, wohin? Und den Dampfer müssen wir ja auch noch abschießen. Vielleicht ist ja hier irgendwas los. Hier haben wir uns ja schon länger nicht mehr umgesehen, nicht wahr? Vielleicht weiß ja der Tom Sawyer Bescheid. Über irgendwas. Der wollte sich ja so ein bisschen schlau machen, so ein bisschen... das Böse auskundschaften. Eichhörnchen angucken.
Aha. Hm. Ja, das tut mir jetzt natürlich leid, dass ich quasi im Nichts herumlaufe. Hier waren wir überall schon mal. Also ehrlich gesagt, gehen mir die Ideen gerade so ein bisschen aus. Und das Letzte, an was ich jetzt denken könnte, denn es ist die einzige wirkliche Interaktion, die wir noch machen können, außer uns... Naja, eigentlich haben wir uns noch nicht wirklich überall umgesehen. Ne? Da sind bestimmt noch so ein, zwei Räumlichkeiten, die wir noch nicht kennen. Aber vielleicht passiert da irgendwas, wenn wir uns die Pferde kaufen, mehr als dass mehr Büffel auftauchen. Denn irgendein NPC meinte, das ist so. Deswegen kaufen wir uns mal die besten Pferde. Wir können es natürlich auch die günstigen kaufen, aber warum? Achso, Moment. Wir müssen natürlich erstmal das Geld holen. Das tut mir leid. Tschüssikowski, du Spinner. Tschö. So, um wie viel hat sich denn jetzt das Geld vermehrt? Wie viel soll da bereits zusammenkommen? Oh. Trotzdem auszahlen. Ich will das haben. Zinsen null. Ich will das ja sowieso nur austesten. Gott, dann zeig mal, was du so anzubieten hast. Ich hoffe, die Pferde sind aus Gold, wenn sie so teuer sind. Allerdings würde man dann von denen abrutschen, selbst mit Sattel. Und gib her. Gib. Sie haben gerade das Geschäft Ihres Lebens gemacht, Mister. Ich lasse die Pferde zum Stadtausgang bringen. Auch von dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Glückwunsch zum Kauf. Sobald du eine Stadt verlässt, wirst du künftig automatisch deine Pferde besteigen und fortan wie der Wind durch die Prärie rasen. Das ist schön. Sogar mit eigener Animation. Vielleicht passiert irgendwas, wenn wir mit Pferden über irgendwas laufen? Ja, nein, vielleicht. Das LP zieht sich überhaupt nicht. Aber da kann ich nicht sehr viel für. Ich schieße erstmal ab. Bam! Ich meine, vielleicht behalte ich die Pferde sogar. Wir haben immer noch über 1000 Taler, die wir einzahlen könnten, um dann Zinsen abwerfen zu lassen in Höhe von 3 Talern oder so, ne? Wir haben die besten Pferde, das muss was bedeuten. Hallo? Nein, ich schieße einfach nur so durch die Luft, das ist ein Hobby. Das gehört so. Vielleicht hier, also wir haben ja Pferde, ne? Da können wir so einen Vergleich anstellen zwischen Hufe und unserer Pferde. Unwahrscheinlich. Nein. Gut, also da ich absolut nicht weiter weiß und die Zeit quasi schon wieder um ist, hoffe ich, würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt Let's Play Die Reise ins All, ein Spiel von Real Troll. Und sollte euch das Spaß gemacht haben, dann schaut auch meine alten, aktuellen oder zukünftigen Videos, denn dann habt ihr immer was zu tun. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.